Tauchen on Tour 2024 auf der wunderschönen Insel Velazaru. Wir sind gerade heute angekommen. Mir gegenüber steht die Marge, die Managerin, und der Andreas. Hallo. Wir haben den Andreas mit in die Runde geholt, weil der Andreas Deutsch spricht und sein Wissen, was er sich in den wenigen Wochen, die er hier ist, angeeignet hat, dann mitgibt. And on the other hand, Marge will tell us everything about the resort, what Andreas doesn't know, so we switch to English. And I just say, hello Andreas, wo sind wir denn genau? Hallo, ja, hier, wir sind natürlich auf den Malediven, 25 Minuten vom Flughafen entfernt, mit dem Speedboot, also ganz einfach, schön, easy, locker hierher kommen und genießen. Ja, wir haben, es ist eine alte Insel, die Firma, die diese Insel gehört, ist die älteste Insel, also die älteste Firma, die Tourismus betreibt seit über 50 Jahren, und das ist eine ältere Insel, natürlich gewachsen alles, super schöne Strände und richtig relaxing. Gut, perfektes Intro, dann lasst uns doch mal, let's take the car and have a ride over the island. Okay, thank you. How big the island, wie groß ist die Insel? How big is the island? 470 Meter lang. 230 Meter in width. Und 230 Meter breit. Okay. Ja. So, let's go. Marsh, you in the front, or? Yeah, just. You have to. No problem at all. So, this island is new. Wurde die Insel jetzt erneuert oder gab es jetzt irgendwie Renovations? Weil ja, die ist natürlich in den letzten 30, 40 Jahren, seit es die Insel gibt, natürlich öfters mal renoviert worden. Und sorry, und die letzte große, Marsh, the last big renovation was when? Big renovation? When it comes to upgrading or maintaining the quality of our resort, on an annual basis, we do a property maintenance of all areas, from the rooms to the public areas. Now, with the last complete renovation, when the hotel was closed, that was in 2007, no? Before we reopened as Velazaru. Nevertheless, most of our guests can recognize as well that our resort is quite well maintained. You will see the quality of the rooms, the public areas as well. Okay, and right now we're here. Wo sind wir jetzt? Das ist jetzt hier der Hauptpool. Das war natürlich dann eins der Hauptprojekte damals, wie das Hotel geschlossen war. Ist hier ein neuer, also ein super schöner Pool entstanden, der ist total integriert ist mit dem Strand hier direkt. Also mal rum. Also unglaublich schöner Strand, breit, und dann geht es natürlich auch direkt schön ins seichte Wasser rein. Also traumhaft schön. Ja? Und jetzt sind wir an einem der Orte, wo du definitiv Bescheid weißt. Ja, das ist unser Restaurant, das nennt sich Sands. Das nennt sich Sands, und hier haben wir ein Restaurant auch noch angeschlossen, das ist Teppanyaki. Teppanyaki, wie man das so kennt, ist natürlich ein japanisches Konzept, und wir haben zwei Teppanyaki Station drin, also da wird gegrillt und gekocht live jeden Abend. Das ist das Hauptattraktion hier, das ist jeden Abend voll, das Ding. Und hier Sands ist ein Open Restaurant, das hat natürlich auch sein Ding. Wenn schönes Wetter ist, tun wir die Tische raus und stellen die an den Strand und essen dann unter den Sternen. Das erleben wir jetzt vielleicht jetzt noch die nächsten Tage. Ja, genau, da werden wir mal ein bisschen was essen. Wenn wir jetzt gerade beim Essen sind, welche Pensionsmöglichkeiten gibt es denn hier? Ja, natürlich, es gibt B&B, also Bed and Breakfast, Halbpension, Vollpension, und dann haben wir noch so eine Velazaru Indulgence. Das ist natürlich ein Vollpackage, da hast du Alkohol mit drin und kleine Extras teilweise, natürlich, wenn es darum geht, um die High-End-Produkte wie Hummer oder Kaviar oder Wagyu oder sowas. Da kommt noch ein bisschen was extra dazu, aber im Großen und Ganzen kannst du sagen, 95% dann ist mit drin. Ja? Okay. Gut. Gut, let's go. We can go on, yeah. Hast du so einen Überblick über die Struktur der Gäste, die jetzt bei euch sind, beziehungsweise halt größtenteils buchen? Natürlich haben wir, ich bin selbst überrascht eigentlich, wir haben ein relativ großes Spektrum an Gäste. Klar, viele aus dem europäischen Bereich, dann natürlich auch viele osteuropäischen Bereich, aber alles, ja, also unglaublich.
Manchmal haben wir natürlich auch viele Chinesen hier, es kommt saisonal drauf mhm. an. Ne? Wir haben Amerikaner, Südamerikaner. Das ist ja ein weites Spektrum an Gästen eigentlich. Wie kommt das? Ich habe mir sagen lassen, durch die Nähe vom Flughafen, wo sich spontan noch jemand einfallen lässt, ach guck mal, was ist denn im Angebot? Und auch, hier wird ja, klar, aber wir haben jetzt, was ich natürlich auch in der kurzen Zeit festgestellt habe, wir haben viele Repeat-Gäste, also okay. Wiederholungstäter, die herkommen. Wir haben Gäste, die sind 30, 40 Mal hier. Ich habe jetzt einen kennengelernt, der ist zum 50. Mal hier. Ja, der kommt zweimal im Jahr. Leute mögen das, der kurze Trip mit dem Boot und dann natürlich, wie ihr jetzt siehst, das ist bewachsen, das ist naturell, das ist nicht künstlich in dem Sinne jetzt, dass das so gartenmäßig aussieht, das ist einfach natürliche, schöne, bewachsene Insel und deswegen kommen viele Gäste her. Qualität ist top, ja, im Servicebereich, im Essensbereich. Klar. Das musst und darfst du natürlich an dieser Stelle sagen. Ja, darf ich sagen, muss ich sagen. Falls jemand Beschwerden hat, kommt es dann bei dir an. Natürlich, ist auch, ja. Ist natürlich schon so, aber ich komme ja ein bisschen rum in der Welt und ich muss sagen, ich bin jetzt selbst auch als Vierer hier und habe schon hier und da einiges gegessen. Und es ist schon hohes Kaliber eigentlich, ja. So, jetzt kommen wir mal vom Essen, was man ja wahrscheinlich sowieso den ganzen Tag und am liebsten macht, zu den anderen sportlichen Aktivitäten, die ihr letztendlich anbietet, beziehungsweise die Gäste bei euch machen könnten. Wir klammern das Tauchen mal aus. Da möchte ich nicht, dass du was verrätst, weil das muss ich selbst rausfinden. Ja, ja. Aber was gäbe es denn sonst noch zu tun? Wir fahren jetzt gerade am Tennisplatz vorbei hier im Hintergrund. Ja, wir haben natürlich schon einen Tennispro hier, den man buchen kann. Und der, ach, sogar ein Pro direkt als Trainer? Ja, ja, wir haben einen Pro als Trainer. Der ist jetzt 4 Wochen, 2 Monate da und dann wechseln die immer. Also wir haben immer einen Tennispro da, dann haben wir hier einen Top-Gym, das wirst du vielleicht auch nochmal speziell. Da schaue ich mir nochmal also von innen an. Das Neueste vom Neuesten, was Techno-Gym angeht, das sind natürlich High-End-Produkte. Das ist natürlich auch Free of Charge. Klar, das ist natürlich mit drin. Klar, dann haben wir Wassersport. Welches gäbe es denn beim Wassersport? Was können wir alles machen? Also wir haben klar so ein bisschen die Kajak-Geschichte, wir haben SUP, wir haben Jetskis und what's the news? Flyboard. Flyboard ist dann da das Neueste, wo sie da so rumfliegen wie die Wahnsinn, denn wir haben die Unterwasser-Jets und solche Geschichten. Die Seabox, genau. Seabox haben wir auch, ja genau. Ja. So, jetzt haben wir schon die sportliche Aktivität. Also man muss an der Stelle immer noch dazu sagen, Andreas ist Food and Beverage Director hier, er weiß viel. Dimash und ich, wir machen natürlich morgens immer unsere Jogging-Aktivitäten, ne? March. Mhm. Ja, wir haben so einen kleinen Jogging-Trail, den wir machen mit dem Team. Morgen so um 6, 6.30 Uhr triffst du uns oft hier. Und dann gucken wir, dass wir auch ein bisschen fit sind. Ne? Oh, das ist ja, wie gesagt, die Insel ist auch, die lädt auch ein zum Joggen und fit bleiben. So, wo sind wir denn jetzt? So, jetzt sind wir hier am Sunset-Bereich. Das ist unsere Chillbar. Und das ist natürlich angeknüpft an die Water Bungalows. So Chillbar ist schön für Sunset, Tapas im Angebot. Wir sind gar nicht so weit weg vom Sunset, sehe ich gerade. Ja, ja. Tapas im Angebot hier, so ein bisschen Spanisch angehaucht. Ja, ist einfach toll hier. Siehst du, es ist kein Wind hier. Es ist ganz locker, ganz cool, schöne Lounge-Musik. Und du wirst später sehen, so ab 5.30 Uhr kriegst du keinen Platz mehr hier. Ja? Das glaube ich. Da steht was los hier. Ja? Apropos keinen Platz, wie viele Gäste könnt ihr beherbergen? Ja, also wir haben ja 125 Villen, Zimmer und alles drum und dran. Also es kommt natürlich immer drauf an. Wenn Kinder dabei sind, sind es ein paar mehr. Mhm. Wenn keine Kinder, wenn keine Schulferien sind, dann ist es ein bisschen weniger. Aber Kinder sind bei euch gern gesehen. Wir haben Kinder, wir haben kein Kids Club jetzt in dem Sinne. Aber wir sind nett zu Kindern. Also wenigstens was, das ist ja schon mal sympathisch. Ja, 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 gibt es ja ein beschränktes Alter, wo er sagt, erst ab 6, erst ab 10, erst ab 12? Oder ist die Marsch ist der any age restriction for kids? Which age? Lowest, highest?
to bring over here? Oh, no. We welcome families with children of all ages. Yeah, we welcome them. However, unlike, let's say you have been to Kuramati, one of our sister properties, we don't have the kids club, the kids school and all. The market that we get for families are the parents are usually wanting to spend quality time with their children during their holidays. Yeah. Okay. Die soll es auch noch geben, ja. Ja, diese Quality Time mit Kindern vor allen Dingen, genau. Wunderschön. Gut, dann lasst uns doch vielleicht tatsächlich mal noch zu den, also wir haben jetzt vor, ein paar Zimmerkategorien uns noch anzuschauen. Genau, wir zeigen euch. Wie viele Zimmerkategorien gibt es denn überhaupt? Uff. Marsh, how many, sorry. Yeah. How many room categories we have different? We have 10 categories at the moment. A combination of land and overwater. Land rooms with pools, without pools. Overwater with pools and without pools as well. Oh, sounds good. So, let's see what we can see next March. We will go to a water bungalow with pool. Okay. And then after that, we'll check a water villa. And then later on, we'll show you the deluxe villa. So, okay, let's do it. Lass uns losziehen. Here we go. Let's. Jetzt geht's los. So, zwischendrin können wir noch mal ein bisschen so einen Smalltalk betreiben, Andreas. Ja, gerne. Die Nähe zum Mahle ist auch interessant. Ja. Gibt es denn die Bedürfnisse von Inselbesuchern tatsächlich, dass sie sagen, sie würden gerne mal nach Mahle rüberfahren? Ja, es kommt vor, dass hier und da, die natürlich zum ersten Mal hier sind, die gehen natürlich auch nach Mahle und gucken sich das ein bisschen an. Gibt es in Mahle wirklich was zu sehen? Mahle, ich muss sagen, ich war ja jetzt vor 20 Jahren schon mal hier. Mahle hat sich natürlich auch weiterentwickelt dementsprechend. Da gibt es schöne Cafés mittlerweile und Restaurants. Und dann gibt es natürlich Hullamahle. Das ist natürlich die neueste Edition hier. Nicht die neueste, aber das ist die Erweiterung von Mahle. Und man kann das easy erreichen jetzt. Sie haben ja eine Brücke gebaut und so. Und es scheint sehr beliebt und populär zu sein, dieses Hullamahle. Ja. Also vielleicht, wenn man den Inselcaller kriegt, Mahle ist jetzt gerade verschwunden hinter dem Bungalow. Ja. Dann kann man in kürzester Zeit tatsächlich. Ja klar, also wir als Angestellte sowieso, wir fahren da mal rüber, wir ein bisschen Shopping machen, essen da irgendwas und kommen wieder zurück. Ja, okay. Da ist schon so ein bisschen Social Life. Und dann triffst du natürlich Kollegen, die auch irgendwo arbeiten, die du irgendwann mal kennengelernt hast. Ja. Und dann trifft man sich da natürlich, klar. Ein bisschen Klassentreffen, so wie bei den Tauchern, die Boot mehr oder weniger ist. Genau. Für die Taucher, die Boot ist für euch. Mahle. Genau ja, so. Ja, so ungefähr, ja. So, das ist jetzt die, lasst mich lügen, die nördlichste Spitze. Ist das Marsh, this is north, ne? It's the northern part? This is north. Okay, so yes, this is the most northern point of the island, I think, yes, yeah? Yes, this is the northeast point of the island. So here we have the water bungalows with pools. Mm-hmm. We have 17 rooms in this section. They are 80 square meters and it has each room has their own plunge pools. It has beautiful view of the lagoon, both bedroom and bathroom area. Very popular, popular category. I can believe it, yeah. Yeah. So the era when Velasaru was constructed, they built the water bungalows already or yes. just was just land-based? Yes. When we opened in 2009, the water bungalows along with the water villas were already open. Okay. Yeah, all of these, yeah. Both these categories were already available at that time. Nevertheless, of course, we have done some upgrades in this category. And this new water bungalow, I think we have rebuilt them in 2013. Okay. Yeah. Yeah, looks good. Which is the one we are going to go to? This one. Okay, already arrived. Wo musst und darfst du unterkommen? Ich, natürlich, jede Insel hat ihr Herz. Im Herz ist die Technik, im Herz ist unsere Wohnungen und Personalessen und so weiter und so fort. Da hast du eine Schreinerei, da hast du die Technik elektronisch. Und da seid am Ende des Tages auch ihr. Ja klar, wir haben natürlich eine Kantine, dann haben wir so einen Fußballplatz, wo jeden Abend irgendwelche Aktivitäten. Das sieht man übrigens auch vom Google Maps oben, dann sieht man den großen grünen Fußballplatz. Genau. Und das ist natürlich das Personal und da wird richtig gezockt jeden Tag. Ja, sehr schön. Also da gibt es immer Turnier und Tournaments, ja? Ja, Tournaments zwischen den Departments und so weiter und so fort. So,
Das Housekeeping Department hat auf alle Fälle mal schon seine Hausaufgaben gemacht. Ja. Sieht alles sehr gut aus. ja, an dieser Stelle, wer es vorzieht, im Pool mit Meerblick zu baden, kann dies in dieser Kategorie tun und kann natürlich auch just a few steps and you're in the sea. Yes, ja. And this is the part which ends up in the lagoon, I think. No, it's on the open. It's on the open sea. Yeah. Yeah. And you have a look. Can have a look over there to Marla. Okay, just hand over the microphone, and Marge can tell us what we see here. You already told, yes. But once again, so water bungalows with pool. You may see there's a direct access to the lagoon, very accessible. If guests wants to go for swimming or snorkeling, it's just right here. And then, of course, we have a plunge pool here, very private, and you can already enjoy the stunning view of the lagoon here. Most of our guests who are staying in the water bungalow with pool, they would usually just stay here by the deck because it's so quiet and it's so private as well. They would just lounge here most of the day. Yeah, and then inside we have the living area, spacious living area. We've got a TV with IPTV system, which means we've got the hotel information, TV, movie in demand, access to other applications like Netflix and if somebody's YouTube. Getting bored to the and view then outside. Of course, the room has an espresso machine and the tea and coffee amenity. We have the mini bar here and also the wine cellar. Okay. So if guests would like to just get a bottle of wine, they don't have to call. They can just open they got the in bottle. The room, and yeah. We have the glasses Perfect. Here as well. Perfect. And then on this side, we've got the wardrobe area. And it's like a little bedroom. Office, yeah. Yeah. And this is now the bathroom. This is a very stunning view of the lagoon again. Very popular to guests, this type of bathroom. I can imagine. Mm-hmm. Laying in the bath cube. Yeah, and you can see it's very outside. Private. Mm-hmm. Perfect. Yeah. So, looks good. Looks great. Let's get in detail. The room rate starting? For the room rate, it depends on the season. Yeah, yeah. This time, it's now more on the high season. It's up until about $700. Okay, and always available via, I think, Germans love booking via TUI. Yes, yes. Yeah. We've got a lot of partners in Germany as well. Mm-hmm. And clients from Germany may book through our partners and also through our website. Our hotel website. They may also which email is called velasaro.com. Okay. www.velasaro.com. Okay. And all information about the hotel also available there. But nobody needs the information because we right now spare it out with this video. Yeah, thank you. Yeah. Okay, thanks. So far, guys, let's go and see the rest of the island. We see each other again in a few. Wir haben uns an dieser Stelle tatsächlich entschieden, Andreas hat interveniert und hat gesagt, du kannst doch nicht hier weggehen, ohne genau an diesem Punkt zu stehen, der tatsächlich, also jetzt sind wir wirklich am nördlichsten Punkt der Insel. Ihr seht da drüben Male. Falls ihr euch auf dieser Insel mit jemandem verabredet, seht ihr auch den Flieger kommen. Ja, genau. Kannst du runterwinken, ja? Genau so. Und hier die Schönheit, die die Malediven ausmacht. Ist gerade ein wenig grau, weil wir im Schatten stehen. Aber das, was wirklich die Insel teilweise, finde ich, ausmacht, diese wunderschöne Lagune, die zeigen wir später. Ja, die Lagune ist natürlich der Hammer. Ne? Also wir sind gestern Morgen um 5.30 Uhr los und sind mit ein paar Leuten fischen gegangen. Mhm. Morgens und haben dann natürlich auch ein paar Fische gecatcht. Wir haben da richtig schön was mit nach Hause gebracht. Und das ist natürlich sensationell, wenn du da draußen an der Lagune vorbeifährst und das Wasser siehst. Also ich wollte ständig reinspringen. hätte mit den Fischen dann vielleicht nicht ganz so gut geklappt. Ja, aber das ist einfach so, diese Farbe ist so intensiv und so sauber und so türkis, das ist unglaublich. Also das tatsächlich ist Wahnsinn. Auch, ich gucke mir immer die Ziele, wo ich eventuell landen kann und wollte und wie werde.
tatsächlich lieber Google Maps ab und zu mal an und das war das Erste, was auffällt. Ja, ja. Also Bellazzaro als Punkt siehst du nicht, aber die Lagune siehst du. Ist unglaublich, ja. Und die ist riesig und die zieht sich sehr lange und es ist einfach schön. Ja. Und, das kann ich nachher auch noch einblenden, es lebt allerlei Getier drin. Adlerrochen war vorhin schon, wir waren präsent, haben Hallo gesagt. Ja, ja. Und den Rest finden wir auch noch also, raus beim Schnorcheln. Du bist ja, darf ja nicht über das Tauchen reden, aber nee. Du wirst es ja noch sehen. Ja, du kannst ja über Schnorcheln reden. Ja, ja, genau. Ja, also wir machen dann, es gehört natürlich dazu, so tägliche Trips mit Schnorcheln. Und ja, gibt es einen Punkt, das sind halt die Haifische. Ne? Mhm. Und dann gibt es noch so einen anderen Punkt, wo die Schildkröten sind. Ah, also, sehr schön. Ja. Schildkröten, denke ich mir, ist bestimmt auch so ein Magnet für die ganzen Familien. Ja, ja, klar. Die mögen das gerne. Gut. So, jetzt machen wir einen kurzen Schnitt und sind gleich wieder da. So, wir hatten gerade das Thema Essen. Ja. Andreas, erzähl doch mal, was kann man denn hier alles... Also klar, wir haben unser Hauptrestaurant, Vela. Und Vela ist das diveische Wort, also dive ist die Sprache und Vela ist Schildkröte. Okay. Ja? So, deswegen heißt das hier jetzt auch Bellazzaro. So, das ist so ein bisschen künstlerisch verändert worden. Die Insel ist also eine Schildkröteninsel. Und das Hauptrestaurant heißt Vela, Schildkröte. Mhm. Das ist so morgens zum Frühstück und abends zum Abendessen offen. Das ist Buffet-Restaurant, ja, mit Live und so drum und dran. Und dann angeschlossen an Vela ist Turquoise. Das ist ein Restaurant, das hat dann mittags auf und abends. Das hat à la carte, Kleinigkeiten, Sandwiches und was weiß ich. Ne? Und dann haben wir unsere Fanbar. Die Fanbar ist die Cocktailbar, die Hauptbar. Und die hat auch einen Außenbereich und betreibt oder bedient auch den Pool dementsprechend. Ne? Ja. Hier siehst du jetzt auch dann dieser alte Bestand an Bäumen und Palmen. Das ist halt alles gewachsen und nicht irgendwie mal künstlich da. Macht es natürlich auch ein bisschen intimer und privater, ja? Genau. Als wenn jetzt hier irgendwie alles abgeholzt und einfach mit Palmen. Genau, genau. Es ist einfach gewachsen. Halt. Du siehst halt schon, dass es alte Bestände sind. Ne? Und es gibt auch Mitarbeiter, die hier seit 30, 40 Jahren arbeiten. Tatsächlich? Ja, also es gibt wirklich Leute, die können dir die ganze Geschichte von der Insel erzählen. Ja, also ich habe in meinem Bereich Leute, die sind seit 25 Jahren da. Also die haben alles mitgemacht, was du dir so vorstellen kannst, so auf dieser Insel. Die wissen genau, welcher Baum ist wann gepflanzt worden, sozusagen. Ja. So, kommen wir mal kurz zum Unterhaltungs- und Abendprogramm. Ja, also wir haben natürlich auch abends immer ein Programm. Jeden zweiten, dritten Abend machen wir Movie Night. Dann der erste Film ist natürlich meistens für Kinder und dann für Erwachsene. Dann haben wir ein-, zweimal die Woche einen DJ da und dann auch noch Live-Bands. Ne? Wir haben lokale Bands kommen und die spielen ein bisschen lokale Musik und natürlich auch was Moderneres und so weiter und so fort. Und natürlich über die Festivtage haben wir jetzt einen festen DJ angeheuert aus Vietnam. Also da ist dann jeden Tag Programm angesagt. Ne? Also man hat auch ein bisschen programmatische Abwechslung, aber so wie ich es jetzt schon mitgekriegt habe, nicht so viel und auf alle Fälle nicht aufdringlich. Ja, das ist kein, wie man so auf gut Deutsch sagt, so ein Rambazamba-Resort. Ja. Das ist natürlich schon leicht untermalt und ein bisschen stilvoller. Mhm. Okay. Und du hörst es nicht auf der ganzen Insel. Also es ist nicht so, wenn wir jetzt eine Musik in der Bar haben, dass dann dass du nicht schlafen kannst. Okay. Also sozusagen. Ja. Ne? Gut. So, wo da sind wir jetzt? Da fährt einer mit dem Bob raus, siehst du? Da hinten fährt gerade einer mit dem Seabob raus. Ach, genau. Seabob. Seabob Water Attraction. Kann man übrigens auch zum Tauchen nehmen, muss man bloß zusehen, dass man das mit dem Druckausgleich in der anderen Hand hinkriegt. Sonst wird es schwierig. Gehen die tief runter, oder was? Ja, die gehen halt schnell runter. Naja, for diving. Boom. Ja. You're gone. I already tested it and it was an experience. But I wouldn't say it was great. Perfect. Great. Yeah. So right now, where are we here? We are now at the water villa section and then this is the spa. Our spa is over water, which makes it more different than the other properties. And then, as you can see here on the right side, this is the west side of the island. This is where we have our more marine life. This is where we have our reef. So as you may see here, there are some orange buoys floating in the lagoon. This serves as the guide for guests.
where to go for snorkeling. So okay. This is where guests can find more marine life around the island. This is the best spot for snorkeling. I have to check out the next days. Yeah, certainly. And then here we have the water villa section. We have 24 water villas and 4 water villas with pool. And then at the end of the jetty, we have the water suite, which is our highest category of room. You just got one. I already saw, Yes, we only have one. How expensive is the expensive one? For this season until December, if I may just check. Yeah, for sure. The water villa is at 900 already. Yes, and then okay. For the for the water suite, it would be around $1,400. Okay. Yeah, this season. It's okay. Let's say it's okay. Yeah, it is. And here we, also hier sind wir jetzt natürlich am Anfang der Lagune und das siehst auch schon den Unterschied vom Wasser und vom, vom Übergang vom Strand into ins Wasser. Into the blue, weicher Sand halt. Ne? Das ist natürlich unglaublich. Ja. Das ist dann genau das Malediven-Feeling, was viele haben wollen. Genau. Viele buchen und dann bei euch direkt auch bekommen. Also ich muss auch ehrlich dazu sagen, ich gehe jeden Morgen schwimmen. Also, perfekt. Entschuldigung, wenn ich es jetzt so raushaue. Darfst du. Ja, aber ich bin morgens und mache mein Jogging dann und dann springe ich immer mal schnell ins Wasser. Ne? Aber schon ins Meer und nicht in den Pool. Ja, ins Meer. Natürlich, das ist natürlich schön. Du treibst da schön in dem Wasser und das Sand und alles. Das ist natürlich dann die kleinere Belohnung von dem ganzen Und damit Übel. Damit beginnt dein Tag. Ja, genau. Damit kriegst du positive Energie rein. Ne? Perfekt. Und dann machst du natürlich, siehst auch zu, dass die Gäste sich dann beim Essen noch wohler fühlen. Ja. Und das bekommen, was sie brauchen oder wollen. Das ist natürlich immer das Ding. Die Leute sagen mir, ach, du arbeitest im Paradies. Dann sag ich immer noch dazu, ja, ich arbeite. Ja. Mhm. Also es ist natürlich auch, dann, wie gesagt, in unserem Beruf, in unserer Sparte geht es immer darum, dass der Gast zufrieden ist. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, wo du bist. Du musst halt gucken, dass du alles unter Kontrolle kriegst und dass die Qualität immer gleichbleibend ist. Ne? Die Qualität bleibt gleich, die Gäste sind aber unterschiedlich. Das, ist der Spagat und das ist die Feinheit des Jobs wahrscheinlich. Genau. Es ist natürlich, hat alles damit zu tun, wie überall. Das muss kommuniziert werden und man muss dann das wieder klarstellen und einstellen. Und so, jetzt gleich mal eine ganz intime Frage. Welches Land beschwert sich am meisten? Du darfst es gerne raushauen. Nein, ich das kann man jetzt im Ernst, also jetzt, ich bin ja auch rumgekommen, das kann man so nicht sagen. Es kommt immer auf den Typ Mensch an. Es kommt auch immer darauf an, was die Erwartungen sind von dem Gast. Ne? Und ich muss halt immer dazu sagen, man muss auch immer da respektieren im Sinne des Möglichen, des Bestmöglichen, was wir tun können. Manchmal hat der Gast vielleicht auch entsprechende Erwartungen, die wir gar nicht erfüllen können oder die wir gar nicht, die Möglichkeiten gar nicht haben, die zu erfüllen. Ne? Also muss man das vorher kommunizieren oder? Ja. Oder man muss sich mit dem Gast zusammensetzen und muss eine Lösung finden. Das ist ganz einfach. Das ist halt wie überall. Ne? Apropos Lösung finden, wir sind angekommen. Gut, jetzt kannst du das Mikro tatsächlich mal wieder an March rüberreichen. March. Yes. Where are we right now? We are now in a water villa. Let me just open it for you. This is our next overwater category. This one is 112 square meters and very spacious bedroom and living room area. Direct access to the deck from here as well. This would it makes it special, yes. I think, exactly. And again, nice. You have a spacious deck. You've got the sunbeds here, umbrella, and then another lounge here. And then we've got access, direct access to the lagoon as well for swimming and snorkeling. Perfect. Yeah. So Andreas, wie fühlt sich's an? Also ich könnte hier leben, gell? Perfekt. Ist doch schön, oder? Ja. Die Ruhe und die Natur, das Meer, das ist einfach immer schön. Und die Farben halt immer, das ist
halt immer so das glasklare Wasser, das ist halt das, was mich immer begeistert. Dass du da so unglaublich alles siehst, was da drin los ist halt. Ne? Andreas schwärmt gerade, ja. Also ja, wie gesagt, ich bin halt immer wieder begeistert von dem klaren Wasser auf den Malediven und die Natur und wie schön das ist. Es ist einfach eine schöne Balance irgendwie. Ne? Und wenn ihr jetzt wüsstet, so, wenn ihr gerade Windstille, die Sonne drückt ja. Und es ist sehr ruhig. Also wenn wir jetzt mal nichts sagen würden, wir probieren es mit 2 Sekunden. Reicht, man hört das Wasser plätschern, das war's. Ja, das ist einfach herrlich, ja. Also gerade sehr chillige Atmosphäre. Und ist es auch die Nähe jetzt? Viele denken ja, man ist so nah an Male dran, aber hier merkst du nichts davon. Also das ist wenig Verkehr dementsprechend. Es ist einfach ruhig, ja. Perfekt. Ja? Jetzt habt ihr den Leuten das schon ganz schön schmackhaft gemacht. Ja? We can go to the other side. Ja. Na, ich habe mal den Vorhang weggemacht, dann siehst du auch mal... Vom Bett aus? Vom Bett aus, ja. So, here you've got the writing desk as well. And then we've got the writing desk yeah. here. And similarly to the water bungalow, we have an espresso machine, tea and coffee amenity, the ice bucket. And then we have the mini bar. Exactly, the usual and standard. And also the wine cellar. Yeah. I just want to point out that we are bottling our own water here on the island. Perfect. So that we lessen our consumption or waste of plastics. Yeah, this is some. This is a good next point, and this is also a difficult point. What about sustainability? Yeah, next to the water. Yeah, this is one of the sustainable projects that we have. Plus, actually, if you go to the bathroom, we are using the bathroom amenities. We are using L'Occitane brand, so in all categories, but we mm-hmm. have them in bigger bottles so that we can lessen our plastic wastes. Okay. Yeah, and then, of course, apart from that, we have also other projects like the lagoon snorkeling. Mm-hmm. We offer like guided snorkeling by the lagoon twice a week to create awareness to the guests as well. Okay. And then I have mentioned about the marine biologist presentation. Exactly. And also we have the coral adoption project. So this is some of the projects that we have. Plus we've got our own biodigester mm-hmm. which is okay. for the to turn the food waste into compost yeah exactly. So yeah, these are some of our so when the island will be with solar or photovoltaic panels. The idea is already there. We are already starting to be honest, this is also the question I ask mm-hmm. every resort I did until now. So yeah, so we are already trying to really move away from, you know, the plastic waste and single use plastic. Okay. You will not see this in our restaurants and bars. Yeah. Yeah. No single use plastic. Even in our rooms, we don't have single use plastics anymore. Yeah. Mm-hmm. Yeah, and then every month within our team, like last month, Andreas's team, they did a planting project. Yeah. They planted 20 different types of plants and fruits or trees. Yeah, so every month, yeah. So these are some of ours. So something is happening, changes are coming. Certainly, yes. Okay, and they have to, otherwise you can't host anybody. Yeah, and this is very, very important. Yeah, yeah. Yeah. To preserve. So this was the how is it called, the important part. But right now here, can we look? And we switch to the amenities from mm-hmm. to the guest. Yeah. So people can stay more than just 1 week, 2 weeks, 3 weeks? During winter, for example, we have people who would stay at least 3 weeks. Yeah. 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 Almost, yeah. Mm-hmm. Sure. Okay, viel Platz. Kann man viel mitbringen. Ist natürlich beschränkt, wenn man denn mit Linie fliegt, auf das, was man mitbringen darf. Man kann ja noch schnell im Male shoppen. Ja, ich meine, die Sportgeräte darfst du eh mitbringen. Ja, das genau. Wir dürfen ja alles mitbringen.
So, what will be next? I will take now Deluxe Villa, which is our entry-level room. And unser, it's the last one? Yes. Okay, so... Because you're staying in a beach villa, right? I already did the filming over there. Yes. And it was... So at one point... How far it is from here to the restaurant? To the restaurant? From the fast point to the restaurant. Oh, from there to the restaurant. About maybe 1.2 kilometers walk. Yeah. So everybody who wants to can get in shape. Oh, while going. Certainly. It's nice to walk around the island. You know, the beauty of the island is, since it's a natural island, and it's been operational for many years, and we have so many trees around the island. If guests would walk around the island anytime during the day, they will get a lot of shade because it's very lush, and it's very easy for guests to be walking around. And here you will see a lot of marine life. Just the other day, a group of guests, they saw some eagle rays, some stingrays. Yeah, me too. Eagle rays, three in front of my my villa. It was. Yeah, and then here on the house roof also, depending on the season, we sometimes see some turtles as well. Cool. Yeah. So that's what the guests can enjoy here. So is there any season or low time or high time or low season or high season? Yeah, we are quite busy during the winter season. Mm-hmm. Summer is most quiet. Okay. Yeah. And it's quiet because of the weather over here, or just because of the people market, are staying home? Yes, because of the market as well. So we get market from the Northern Hemisphere. We get from Russia, UK, Germany, Italy, France, Austria, and then we get from Middle East, we get from Asia, we get from Americas. At the same time? Nearly the same time? Yeah. Okay. And then, so therefore, when it's summer season, when people don't need to travel far to enjoy being on the beach, then we get more quiet. Much more quiet, exactly. Yeah. So over here we see the spa. Yeah, this is the spa. It is. But you can tell me, just tell me about the spa. Yeah, I will have pictures and doing stuff like this on my own. So our spa is over water. It has beautiful view of the lagoon as well. So we have 10 treatment rooms. We have 2 couples rooms. So in total we have 10. Out of 10 we have 2 which are couples rooms. And we offer a wide selection of treatments, from massage, facial, body treatment. For ladies, we are using 2 different brands for facial and body treatment, which are Elemis and Pavonia. And recently we have launched spa treatment or facials for men. Okay. We are using the brand Obsidian. And then apart from this, we have some couples retreat treatment. Yep. So if guests would like to have treatment together, have a massage, facial, body treatment together, we can do that. We have some packages. And then we have also introduced Starlight Spa. Uh-huh. Yeah. Okay. So guests may book for a spa maybe around 7 p.m. and it's just like right on the deck. Wow. So, yes, it's a very memorable experience and highly recommended. Apart from these treatments, we also have yoga instructor in-house who provides complimentary yoga classes 3 times a week. Sunset here on the beach. And yoga. Very beautiful setting. Actually, today at 5:30, it's going to be today? On. Yes, so we have Saturday, today we have. And then apart from that, he has regular classes for people who wants to for those who want to continue their yoga practices. They may book for the regular classes, but those who prefer to really focus on their course, they can book for private yoga classes at any time they want. Okay, also possible. A lot of stuff you're offering over here. Yes, we do have. Nevertheless, majority of our guests are very laid back.
They are here for mainly rest and relaxation, just being, you know, being on the beach by the pool. This was the right sense, and just being. Yeah. So then now we are going to proceed to the deluxe villa. These are, you can already see here. Hidden behind. Yeah, it's you can notice there's so much shade at this time already. So with the deluxe villas, it is surrounded by beautiful gardens, just a few steps away from the beach, and very popular category as well. What's the rate of these? Right now, it's more than $470. And this is the low or high season pricing? Yes, it's already high season. Okay, 102. Andreas, du musst dir das auch anschauen, damit du Bescheid weißt. Ja. Genau. The room has natural curtains of gardens in between. Has a spacious deck. A lot of guests would just be sitting here while relaxing. Just imagine sitting here during the day or even in the evening. Relaxing in the sun or in the shadow of the sun. And then this is the room. Quite big here. Yeah. So this is 80 square meters. And as you can see, it has a spacious sofa and bedroom area as well. So ideal also, apart from couples, this is the category which is popular for families with two children. Yeah. There. Yes, we may set up a sofa bed here. We just remove the back cushions, mm-hmm. and then we set up the sofa bed. And then you've got a split level to the bedroom. Of course, the IPTV system. Yeah, all the hotel information can be seen here. And we have recently upgraded our deluxe villas. Yeah. So for those of other guests who've been here before, this is something which they may recognize as different. Mm-hmm. We have added Nespresso machines recently, and then also small one, yeah. Mm-hmm. A bit smaller. It's also very clever to put in a lot of mirrors, mm-hmm. so the whole room seems makes to be it much bigger. Yes. And then here we have an open-air bathroom and a garden shower as well. So you're always surrounded by the beauty of the island here in Velasaro. Just take a little walk. Whether you're in the guest room or the outlets. Quite nice. Yes, double vanity. Yeah. Würdest du es hier aushalten? Ja, ich würde es auf jeden Fall hier aushalten. So you can also. Und ich bin großer Fan eigentlich von solchen modernen Badezimmern, wo man auch den Außenbereich mit benutzen kann. Ja? Also das finde ich immer super. Und ich finde auch das Material, was sie verarbeitet haben, dieses polierte Beton und so, finde ich immer schön. These are newer than other ones? These were actually upgraded in 2018. Because also, as you said, the materials are very, very fine. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Also, schon das super. Good. So this was the last room. Yeah. I have to get out of the mirror, otherwise I'm not that nice. You're much more important than me. Thank you. So. Ja, ich meine, das ist natürlich schon ein super Ding, dass du hier so ein bisschen Etagen hast. Ja, der Level, sowas, also wie gesagt, das macht es auch nochmal besonders, würde ich jetzt auch sagen an der Stelle. Das macht das ein bisschen attraktiv, klar, wenn du jetzt dann den Vorhang wegmachst, dann kannst du schön rausschauen und so. Und wenn die Kids dann noch dabei sind und ihren eigenen Bereich hier unten haben, klar, dann ist das auch schon wieder vertretbar. Auch klar, ne? Dass man auch hier seine Kinder mit unterbringen kann und will. Und natürlich die Nähe zum Strand, ne? Also das ist ja, in 5 Sekunden sind die draußen. Dann sagt man den Kindern mal, geht doch mal zum Spielen. Ja. Natürlich sollten wir vielleicht immer ein Auge drauf haben. The main beach, yes, for sure, please. Was natürlich hier auch überraschend ist, oder nicht überraschend, was halt auch sensationell ist hier in dem Resort, ist, die Strände sind halt richtig breit. Ne? Riesig, um es nicht zu sagen, riesig, ja. Ja, also das ist unglaublich und richtig Pulver halt, ne?
Und die Insel hat auch Glück, dadurch, dass die Lagune, also das Riff ein bisschen weiter vorgelagert ist vor der Lagune, ist so der saisonale Sandabtrag nicht so groß. Also der Sand ist tatsächlich so gut wie immer da. Also das, was ich jetzt zumindest mitkriege, ja, wir haben die Topografie. Da ein, zwei Stellen, wo es ein bisschen eng wird. Ein bisschen nachgeholfen. Klar, aber was ich bis jetzt so gesehen habe und alles, es ist sensationell. Also es ist unglaublich, wie viel Sand hier ist. Und das ist halt das Schöne. Ne? Das ist halt, ja. So, und hier, wie kommen wir zu. Das ist die Lobby, ne? Genau. Und dann geht es hier rüber an den Hauptjetty. Das ist das, wo der Gast, was der Gast zuerst von eurer Insel sieht, die Lobby bzw. den Jetty und damit übrigens auch das Dive Center. Und da ist dann natürlich auch die Tauchstation und. Ja. Siehst du, die fahren jetzt raus, machen eine Excursion da. Ne? Also die fahren jetzt zu so einer Sunset Cruise. Ne? Und hier sehen wir auch schon, die Kids lieben es. Es ist auch genau die richtige Zeit gewählt. Die Sonne ist jetzt nicht mehr ganz so hoch. Ja. Ne? Ja. As you may have observed during our little tour, Velisaro is surrounded by very wide beachfront, and we are quite known to be having one of the widest beachfront in South Malay Atoll, or if not in Maldives, and also a very wide turquoise blue lagoon. And this is a main attraction for our clients. To be honest, it's like the number one reason why people choose to stay with us. Point of sales number one, yes, exactly. Yes. Yeah. This also was my experience, and I was already told when I was looking with Google Maps, I didn't ever see such a big lagoon altogether. So this beach actually is very useful for us. Let's say last evening we had a private dinner. Okay. If guests would be celebrating something during their stay, they may opt to book for a private dinner. Or if it's sometimes also we have our events happening here, so we use this as a venue. Perfect. Yeah. It is. Also hier haben wir fast. Entschuldigung. Ja, also hier haben wir fast jeden Abend private Dinner. Wir haben Barbecues hier private. An und hier und da haben wir auch Hochzeiten, die hier stattfinden, ja. Und das organisieren wir alles individuell und machen schöne Geschichten hier. Ja. Also haben wir auch eine White Party einmal im Monat. Sich an. Eine White Party einmal im Monat. Das wird hier schön DJ abgemacht und Sitze und eine Bar und alles. Also schon gut gemacht, ja. Gut. Dann lasst uns an dieser. Ja, genau. Doni, ne? Das Doni, das werde ich nachher besteigen. Ja. Beziehungsweise damit unterwegs sein. Ja. Und mal gucken, was das so kann. Also, Doni weiß ja jeder, das ist so das Wort für die maledivischen Boote. Und da Jetski jetzt, ja. Man zeigt, was man kann und man zeigt, was man hat. Einmal so und einmal so. Naja, das sind jetzt Gäste, die fahren dann mit dem die werden halt bekleidet. Ein Guide raus, ja. Ja, die fahren halt raus, dann jetzt in die Lagune. Ne? Okay, right now, dear March, lieber Andreas. Danke. Thank you we so finish, much. I'm going to go on with the immersion after this video. Okay, cool. So and right now, thank you a lot of for introducing the island to me. And Andreas, danke schön für deine Wissensbeigabe. Ja. Ich habe auch gelernt jetzt. Ja. March teaches me something. Yeah. So, you. I wish you a good time on the island for sure. I wish you a lot of guests will come. And ich kann an dieser Stelle nur sagen, ich bin auch erst den ersten Tag hier, habe noch nicht so viel, also habe jetzt viel über die Insel gelernt und würde mal sagen, der erste Eindruck ist sehr schön, sehr gut. Der zweite, dritte, vierte wird es auch bleiben. Und in diesem Sinne, tschüss von Velazaru. Thank you. Bye, bye. See you soon.